Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Anna. Ja, ich habe jetzt mal nachgeguckt, was das alles heißen soll. Nein. Dad ist, wie gesagt, der Tod. The Nardred ist der Hass. Das heißt Hatred und nicht Nardred. Ich habe das als N gesehen. Heißt der Hass. So, der Hass können wir schon mal gucken. Das ist ja wahrscheinlich das hier. Das sieht aus wie... Dann ist eins verbannt sein. Was ist denn hier schon wieder los? Könnt ihr nicht mal ein bisschen ruhiger sein hier? Ich muss mich konzentrieren. The Solitude ist, glaube ich, die Einsamkeit und die Soul wird wahrscheinlich, da habe ich noch gefunden, alleine. Aber was das jetzt genau heißen soll, werden wir sehen. Wir lassen das mal eins aus, die Soul. Solitude ist die Einsamkeit. Suchen wir erstmal die Einsamkeit. Das ist ja erstmal alles hier nicht die Einsamkeit. War das schon die ganze Zeit hier gewesen? Diese komischen Krümel auf dem Boden. Das ist ja wahrscheinlich der Tod. Das sieht aus wie die Einsamkeit. Was war denn das, die Einsamkeit? Ah, ich hab's vergessen. Silber. Dann suchen wir mal das Silber. So, einmal hier ein silbernes Blatt. So, hier haben wir den Tod wahrscheinlich. So, dann haben wir, wie gesagt, der Hass. Das ist ja wahrscheinlich... Das hier wird der Hass sein. Da machen wir mal hier den Hass hin. Das war... Bronze. Und hier, das wird wahrscheinlich dann die Soul sein, was auch immer das bedeutet. Leave this house. Get away from me. Ich habe gehört, wie sich etwas aufschließt. Was ist... Wer wirft denn die... Sag mal... Wer bewirft mich hier? Grünes Blatt. Können wir das wieder nehmen? Hallo, da stand doch gerade. Das Dekret aus den Augen an der Wand hat es schwer beschädigt. Aber das scheint doch noch ganz zu sein. Goldenes Blatt. Das ist kaputt. So, mal wieder ein bisschen leiser gemacht. Da ist doch noch eins. Ja, 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 ja. Hallo. So, es hat sich die Tür geöffnet. Aber ehrlich gesagt, ich möchte da gar nicht hinein. Oh mein Gott. Was ist das? Ah! Was ist das? Da kommt doch gleich irgendwas rausgeschissen. Eine obszöne Kleiderpuppe in Frauengestalt. Das ist doch keine Kleiderpuppe. Sie scheint nicht handgemacht zu sein, ja. Sie scheint in dieser Form gewachsen zu sein, als wäre sie eine Pflanze. Ein Ring. Ein Ehering. Es ist strahlend sauber.
Können wir dir den mal vielleicht klauen? Ah, wir haben deinen Ring. Ah, tu uns nichts, wir haben deinen Ring. Mörser. Kornkrette. Okay. Ich frag lieber nicht. Haben wir denn hier noch irgendwas Spannendes? Dieser Raum ist voller Staub von und Rauch. Ich kann nicht hineingehen. The deeper you go, the greater your pain. Leave this house. Verlasse dieses Haus. Nö. Redest du mit mir? Ja, das hat man schon. Können wir dich anzünden? Nein. Schade, ich hätte dich dann auch gelöscht. Öl. Ah, sonst können wir jetzt gerade hier nichts machen. Wir können ja nicht da durch, oder? Nee, das ist wie so eine geheimnisvolle Wand. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Oder hat sich vielleicht hier auch was verändert? Oh, was ist das schon wieder? Was ist das? Sieht wie ein, aus wie ein Auge. Das ist ein Auge. Kann man, aber man kann damit nichts machen. Ist das crazy? Lag die vorhin auch schon da? Ich weiß es nicht, ob die schon da lag. Da scheint nichts mehr zu sein. Die Stifte können wir ja auch nicht mitnehmen. Hier ist auch nichts mehr. Was hat's mit diesem Schraubstock an sich? Wir haben aber auch nichts. Wir haben doch einen Mörser. Okay, das funktioniert nicht. Vielleicht die Blätter. Ah, ich lege ein goldenes Blatt in den Mörser. Na, wenn das so ist, dann kannst du auch gleich mal noch das silberne Blatt hineinlegen. Ich lege ein silbernes Blatt in den Mörser. Und nun? Was war das schon wieder? Okay, jetzt vielleicht mal stößeln. Stößeln? Vermutlich nicht ganz so rein wie das Elektropulver, das ich gefunden habe. Elektropulver. Aber es sollte funktionieren. Ah, wir sollen also eine Lampe damit anzünden. Vielleicht die hier? Ne, mit der können wir gar nichts machen. So. Was hat's mit diesem Auge auf sich? Boah, ist das gruselig. So, können wir denn hier noch irgendwas machen? Da können wir wahrscheinlich ein robuster Schraubstock aus Metall. Damit können wir bestimmt noch irgendwas machen, aber momentan wüsste ich auch gar nicht was. Vielleicht den Ring da drinne? Nein. Erstmal müsste es eh wieder aufschrauben.
So. Vielleicht der Ring. Der Ring? Nein. Gekrümmte Klinge. Ich bin kein Experte. Ich fürchte, ich könnte die Klinge noch schwerer beschädigen. Ist ja nicht schlimm. Ich versuche lieber etwas anderes. Dieser schwere Bank dient dazu, Holzblöcke zu zersägen. Die schwere Klinge war sehr präzise. Das wissen wir ja schon. Was hat es mit dir auf sich? Warst du vorhin schon da gewesen? Das Licht ist hier ganz komisch, irgendwie. Okay, aber sonst haben wir hier nichts weiter. Nee, hier scheint nichts mehr zu sein. Können wir uns wieder entfernen? Ah, was ist denn das schon wieder? Ist die noch da? Ist da eine Öllampe? Grafikbug. Grafikbug. Ah. Grafikbug. Wir gehen nochmal hier rein. Vielleicht hört das dann auf. Ah, okay. Also so können wir auf jeden Fall... Was war das schon wieder? Oh, Minecraft. Ein Pixelstock. Da ist er scharf und da oben ist er verpixelt. So, vielleicht können wir da so mit diesen Grafikbug, der bei mir ist, mal ein bisschen loswerden. So, können wir denn mal hier eine Lampe? Gibt's doch nicht. Sie ist nicht mehr mitgenommen, außer der kann sie nicht anzünden. Sie ist nicht sehr mitgenommen aus. Können wir da vielleicht das Öl hineinfügen? Sie sieht nicht sehr mitgenommen aus, aber ohne Öl kann ich sie nicht anzünden. Ja, wegen dem Grafikbug habe ich jetzt gerade das I als C gesehen. So. Einmal die Öllampe. Das Öl hinein. Die Lampe ist bereit. Sie kann jetzt jederzeit angezündet werden. Na dann mal los. Okay. Das Licht ist nicht stark. Ja, das wissen wir doch schon. Oder vielleicht ist es nicht rein genug. Vor allem nicht rein. Leicht nervig. So. Können wir da vielleicht das Elektrostaub wieder reintun? Oh. Why don't you listen to me? Get out. Wer redet hier, dass ich verschwinden soll? Kannst du mal deine Klappe halten? Kann ich dich, sag mal, kann ich? Hab ich noch? Haha, jetzt geht's an den Kragen. Hack auf die drauf rum. Die wird uns noch irgendwie töten. So, vielleicht mit einer gekrümmten... Nein. Schade. Was ist das für ein Herzgeräusch? Ist nicht euer Ernst, oder? Ist nicht euer Ernst. Eisenstange. Ist nicht euer Ernst. Können wir das nicht mitnehmen? Nein, anscheinend nicht. Ich will nicht.
Was ist das? Was ist das? Da draußen flackert irgendwas. Was ist das? Hat das diesmal mit diesem Grafikbug zu tun? Aber diesmal kann es gar nicht sein, weil das ja nur auf einer Stelle ist. Ich weiß es nicht. So, hast du uns jetzt damit sagen wollen, dass wir das Herz nicht nehmen sollen? Wir nehmen es trotzdem. Es schlägt, schlägt. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muss es zerstören. Ja, wie, Ach du meine Güte. Ah, wie soll man das zerstören? Hier, komm, ramm mit dem Dolch. Da drauf. Geht nicht. Mit der Eisenstange. Nein. Mit der Axt. Komm, mit der Axt. Du hast doch das Herz so zerstören können. Mit der gekrümmten... Ist das jetzt auf Zeit? Ich hoffe nicht. Okay, das funktioniert nicht. Das Werkzeug vielleicht? Auch nicht. Wir haben doch noch... Oh mein Gott, wo soll dieses komische Herz jetzt hin? Lass mich mal hier raus. In den Ofen. Oder hier. Geht das vielleicht jetzt hier? Da hat die wenigstens einen Zweck hier. Okay. Vielleicht doch hier rein? Ich muss den Herd erst zuerst reparieren. Ja, wir haben doch eine Eisenstange bekommen. Aha, was ist denn hier los? Mann, wo soll man das Herz denn zerstören? Was hat's denn hier? Weiß nicht, was er gerade gesagt hat. Ich habe nicht aufgepasst. Können wir denn... Vorhänge schlossen? Na, hier ist doch bestimmt irgendwas. Komm, mit der Eisenstange. Ne. Oh, jawohl, wir haben erst Ersatzteil von Ofen. Ah, warum macht das das da unten im Boden? Verstehe ich gerade nicht. So, komm, Ofen. Ich will das herzlos haben. Ich will das nicht haben. Ob das so eine gute Idee ist, das zu verbrennen? So, komm, brenn an. Warum geht das nicht? Womit ich es in Brand setzen kann? Hier das Blatt. Dann hier diese weichen Wurzeln. Na, ich soll es doch im Ofen legen. Ah, es geht. Okay, schnell, komm, das Feuerzeug und an damit und dann weg mit dieses. Komm, Klappe zu. Oh mein Gott. Ich geh weg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich versteck mich. Aber ich habe dein Herz zerstört. Ist das jetzt schon wieder Grafikbug wieder hier mäßig? Oder warum ist das so lila? Ah, da werden wir gleich mal hingehen. Ich will jetzt mal nach der alten gucken. Komm, weg mit dir. Schade, dass man nicht treten kann. Aber vielleicht ist sie auch nett. Und sie ist vielleicht auch gar nicht das Opfer. Was ist denn jetzt schon wieder? Was war das gerade? Komm, wir gehen mal hier schnell rein. Vielleicht geht dann der Grafikbug wieder weg. Oh mein Gott. So, aber jetzt gucken wir mal, was wir alles haben.
Ein Stößel. Ein Stößelchen. Stößelchen. Öl haben wir auf jeden Fall noch. Und die Eisenstange. Sieht ziemlich locker aus, das Brett. So, was können wir denn jetzt mit diesem Schraubstock machen? Können wir vielleicht... Ich bin kein Experte. Ich könnte die Klinge noch mehr beschädigen. Ja, dann ist doch nicht schlimm. Probier's wenigstens. Ich versuche lieber etwas anderes. Boah, meine eigenen Schritte auch noch. So, versuch mal vielleicht die Metallstange hineinzutun. Auch nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal hoch. Ne, das ist immer noch so lila. Dann muss das wahrscheinlich so sein. Was ist denn überhaupt mit dem Herz? Das schlägt doch immer noch. Es brennt jetzt. Alles steht in Flammen. Ja, nicht alles. Komm, mach das mal zu. Komm, richtig zu. So. Naja, lass wenigstens ein bisschen offen. Ich glaube nicht, dass das so extrem heiß sein soll. Naja, soll uns nicht stören, wir gehen mal hier hoch. Was wird... Ritter all unser Herren. So, das könnt ihr euch, wie gesagt, wieder durchlesen. Alle Dokumente, die ich bei mir habe, ja. So, das könnt ihr euch wieder durchlesen, wenn ihr möchtet. Ich tue es erstmal nicht. Ich traue mich gar nicht, hier irgendwas zu suchen. Was ist das? Ich suche momentan eigentlich nur Antworten und keinen Zufluchtsort. Eigentlich auch die Antwort, warum ich überhaupt hier bin. Warum sind hier alle Fensterbarrikaden zugemacht? Maybe. Er ist also in jemand verliebt, die er nicht kennt. Oder sind... So, wir gucken erstmal, kommen wir hier durch. Er hat eine Statue aus der Kirche geklaut, die von ihm, die sie ist. Oh, wie die Musik gerade umschlägt, das gefällt mir gar nicht. Okay, da kommen wir rein. Was war das schon wieder? Oh mein Gott. Es wird immer schlimmer. Die kriegt man diesmal nicht auf. Das sind alles so Werkbänke, die man vielleicht noch aus so Kinderzeiten kennt. Wo man dann hier aus Holz seinen Schraubstock hatte. Dann hatte man hier noch einen gehabt, den man hier so rausziehen konnte. Ach nee, das war dann so ein Teil, was man dann hier so auf und zu machen konnte. Hallo? In Wahrheit ist sie ein gigantischer Kerzenhalter. Ja, oder Kleiderhalter. Der Schrank ist mit Ketten verschlossen. Es gibt keinen Weg, wie ich ihn aufbekommen könnte. Keinen Weg, okay? Nicht einmal mit einer Axt. Ja, dann brauchen wir die Axt doch gar nicht zu verwenden.
Oh mein Gott. Er hat eine Maske auf. Nochmal Werkzeug, aber das haben wir doch schon. Sieht aus wie das Werkzeug, das ich unten in der Werkstatt gefunden habe. Verzeihung. Sieht aus, ja, ja. Oh, her damit. Was wir auch immer damit machen sollen. Du bleibst hier sitzen, oder? Du machst keinen Mucks. Was ist das für ein... Was ist das? Was ist das? Ich stecke fest, ich kann mich nicht bewegen. Ah! Renn! Geh bitte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du Drecksvieh, ey! So, ab heute gehe ich nirgendwo mal hin. Hä? Warum leuchtet denn das immer rot? Mir wurde gesagt, dass wenn es rot leuchtet, unser Baum... Ne, der ist doch noch ganz oben. Asche. Ich werde einfach welche mitnehmen. Ja, das ist in Ordnung. Was haben wir hier noch? Ein Becken mitnehmen. Noch ein Buch. So, könnt ihr euch mal wieder anschauen? Ja, ja, ja. Was ist das? Ist das die alte von unten? Was macht die hier oben? Warum? Wir speichern erstmal. Erstmal speichern. Wir machen das mal auf einen zweiten Let's Play 2. Speichern. So. Einfach mal vorsichtshalber. Haben wir hier vielleicht noch in der Kiste irgendwas drin? Nein. Hier ist gar sonst nichts mehr. So, weil ja hier dieses Werkzeug liegt, soll mir wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass wir das mit diesem Werkzeug auch abbekommen. Sofern wir das überhaupt noch hätten. Ah doch, na klar. Nein, okay. Vielleicht mit der gekrümmten... Mit diesem Messer könnte ich die Maske abbekommen. Aber es ist rostig und nicht scharf genug. So, wir machen das mal Ganze von hinten. Ich hoffe, es funktioniert. Sie scheint festgeklebt. Die Kleiderbügelscheibe versucht loszureißen, aber vergeblich. Okay. Wir wollen die Maske haben, um jeden Preis. Nein! Der Henker, komm, nimm mal hier mit. Festgeklebt. Die Kleiderpuppe scheint zu versuchen, sie loszureißen, aber vergeblich. Die Kleiderpuppe ist... Ich guck gar nicht erst hin. Ich habe gemerkt, wenn wir dorthin gucken, passiert immer irgendwas Schlimmes. So, können wir mal versuchen, dass wir mal... Unser Baum geht wirklich runter. Ich soll aufpassen, dass der nicht unten ist. Warum? Was passiert dann? Ist das sowas wie bei Down Stuff unsere... geistige Gesundheit? In Schlüsselloch steckt ein Schlüssel. Ah, Grafikkarten-Bug. Wir gehen mal kurz hier raus. Also Grafikkarten-Bug, Grafik-Bug. Gut, dann machen wir erstmal eine kleine Aufnahmepause, bevor hier irgendwas Schlimmes weiter passiert. Ich mach mal hier und speichere nochmal. Genau, hier machen wir einfach mal einen Speicherpunkt. Und das sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
ob sie Strom was Falsche drücken. Aha, ich habe ja mal auf der F12-Taste ausmachen, aber jetzt, wie er gegen Screenshot ist, mache ich das immer ja auf der F9-Taste. So, bis gleich.